Alle Jahre, danke schön. Alle Jahre kommen wir in dieser Sendung wieder auf den Grand Prix Eurovision. Übrigens, nur ganz wenige Sänger aus dem Grand Prix Eurovision schaffen es, nach dieser Sendung in das große Showgeschäft einzusteigen. Und bei manchen tut es einem leid, dass man sie nicht mehr zu Gesicht bekommt. Eine solche Gruppe haben wir uns in diese Sendung geholt. Sie heißen Mothe Dadesh, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, kommen aus Bilbao in Spanien und haben den zweiten Platz damals belegt. Vielleicht erinnern Sie sich auch noch an den Titel Eresh Tu. Una sonrisa eres tú, así, así, eres tú. Toda mi esperanza eres tú, eres tú. Como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa. Gedacht, also es wäre nett, auch mit dieser Gruppe ein paar Worte zu plaudern. Nun kann ich leider kein Spanisch, aber Lilian, wenn Sie so nett sind, zu uns zu kommen. Das ist eine junge Dame, die in unserem Publikum gewesen ist. Lilian, kommen Sie, nehmen Sie Platz. Der Vorteil an Lilian ist nämlich, dass sie auch nicht Spanisch kann, aber sie kann ein bisschen Portugiesisch, wirklich nur ganz wenig. Wahrscheinlich ist das jetzt so, als ob sich ein Lateiner mit einem Italiener unterhält. Das wird also keine Komplikationen geben. Wollen wir es miteinander probieren? Ja, versuchen. Fangen wir zuerst irgendwas Leichtes, nicht? Wo ist der Weg zum Bahnhof oder so? Irgendwas heißt. Lilian, fragen Sie doch einmal, jetzt bin ich gespannt, was dabei rauskommt, aber wir haben Zeit, es wird schon werden. Also wir fragen jetzt einmal, ob es der Gruppe etwas genützt hat, beim Grand Prix den zweiten Platz zu belegen.
Versuchen wir das einmal. Also kramen Sie Ihre Vokabeln zusammen. Wir werden an Ihren Gesichtern merken, was Sie gesagt haben. Aber probieren Sie es einmal. Moment. Das war schon ganz gut bisher. Lilian, Lilian, fragen Sie mal. Grand Prix? Ja, zweiter Platz. Secondo. Ja, Grand Prix Eurovision. Das kann ja, das wissen Sie sicher. Portugiesisch, Portugiesisch. Ja. Und jetzt fragen Sie, ob das gut war fürs Geschäft. Isso era bom para. Para vocês? Para tu. Sí, el segundo premio. Segundo. Sí, es bueno para nosotros porque nos han conocido en toda Europa, en toda Holanda, Bélgica. Alemania, Austria, Was hat er gesagt? Es war sehr gut, weil sie sind viel herumgekommen, sie sind in Italien und also in ganz Europa rum. Ja? Sie übersetzen das ja schon sehr gut, ne? Fragen Sie, wenn Sie von Spanien sind, für mich können also Spanier immer auch Flamenco-Gitarre spielen, ob Sie Flamenco-Gitarre spielen können? Você pode tocar Flamenco? No. No, porque nosotros somos del norte de España. En el norte de España no se toca flamenco. Flamenco es más bien en el sur. A nosotros nos gustaría also, tocarlo. Sie sind aus dem Norden, aus Nordspanien, und die spielen dort nicht flamenco, sondern nur die im Süden. Aha, sagt er. Sagt er, ja. Was spielt er denn? Was kann er? Also ich, wir kennen diesen Titel hier, aber welchen Stil Gitarre kann er noch? Ah, que você, vocês tocam mais aqui? Folk. Aha, Folk. Folk? Können wir? Sí, nos gusta. Tócate más. ¿Fini? ¿Eh? ¿Qué te? Toca un poco. Bueno. Que toques un poco, sí. Lo de Tarirorin. ¿Vas a tocar? Ah, eso es lo que se spielen. Aha, ya. Das wollen wir auch. Sagen Sie ihm bitte noch eines. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Glück, aber wir sehen Sie in dieser Sendung an und für sich noch einmal, möchte ich gleich sicherheitshalber sagen, aber dann haben wir sicher keine Spanisch-Dolmetscher. Bitte, was immer sie gesagt hat, für alle, die fließend Spanisch können. Also so gut kann sie es nun mal nicht, und wenn da was drin war, nicht schreiben Sie in einen Brief. Haha, sie hat gesagt und so. Sagen wir Ihnen also jetzt zum Abschluss noch, dass wir uns sehr freuen, dass Sie in Wien waren. Ja, Moment. Und dass, ja, Moment. Na, nicht ja, Moment, sondern dass wir uns sehr freuen, dass Sie in Wien waren, und dass wir uns freuen würden, wenn Sie bald wieder kämen. Ele quer dizer para vocês que ele está muito alegre. Muito, muito. Alegre, sim. Que você tocar para nós. Algo alegre. Para nós. Que cantemos agora algo alegre. Sim. E ele quer. Die wissen sicher schon, was wir meinen. Bin davon überzeugt, bis jetzt, ja. Auf jeden Fall danke ich Ihnen sehr, Lilian, denn außer Ole, Gracias und Denada hätte ich nichts sagen können. Und das wäre doch ein bisschen wenig gewesen. Das war eh gut. So. Ich gehe da jetzt rüber, weil ich den nächsten Titel ansagen möchte. Da habe ich irgendwo ein Marker, das ich mir suche. So, jetzt müsste ich für Sie schön im Bild sein.